Das Zeug haben wir auch noch vorbereitet, aha, haben wir mehr mit mir selber befasst. Ich bin nämlich zum Dr. Heinens Gundeli und da haben wir eine 3D-Laufanalyse gemacht, um zu schauen, ob ich überhaupt richtig laufe. Also ich lebe dir jetzt reflektierende Marker auf den Körper von oben bis unten. Anhand deiner Marker wird nachher deine Bewegung aufzeigen. So, das wird so ungefähr Lauftempo sein, oder? Ja, gemütliches Stadtlauftempo. Ja, das soll ja aber nicht gemütlich sein. Nee. Will ja gewinnen. Naja, ganz genau richtig. Komm, kriegst du auch noch ein bisschen Steigung. Soll ja auch Basel wirklich imitieren. Ja, noch schnell die Wettsteinbrücke drauf. Genau, die Wettsteinbrücke rauf. Ganz genau. Jetzt musst du versuchen, ein bisschen auf dem Mittelfuß, Vorfuß zu laufen. Genau. Ja, ganz genau. Das ist so, musst du nachher die Wettsteinbrücke rauf laufen. Und im Ziel ankommen. Cool. Hast du früher mal Fußball gespielt? Ja, sehr gut. Ja, das sieht man ziemlich gut, weil die Armhaltung ist dann doch so wie ein Fußballspieler. Öfters mal tendiert zu laufen. Relativ starke Rotation im Oberkörper, weil die einfach wendiger sind mit dem Körperschwerpunkt, ist wieder unten. Und wenn man, glaube ich, einmal Fußball gespielt hat, dann ist es ganz schwierig, das wieder rauszukriegen. Was man sicherlich aussieht an dem ganzen Laufbild ist, dass du ein bisschen so tendierst, so, so ein bisschen in einer Hockposition zu laufen. Also das meinte ich vorhin mit aufrecht laufen, Becken nach vorne kippen, einfach, dass du dich groß machst, dass du einfach dann nicht so eingeschränkt bist in deiner Hüftbewegung, in deiner Beibewegung, sondern dass du wirklich dran denkst, Becken nach vorne, aufrecht laufen, Armschwung. Und dadurch gewinnst du einfach schon ein bisschen an sagen wir mal, Schrittwitti. Und es macht die ganze Sache einfach für dich einfacher.